Moin Nerd-Taster, Zukunftsthemen in Science-Fiction-Filmen sind immer spannend anzusehen. Natürlich ein Thema ist auch in Alita Battle Angel ganz präsent, die Cyborgs. Heute gibt es eine Liste über 5 Filme, wo Cyborgs drinne vorkommen und die ihr kennen solltet. Ich bin Dennis, ihr seid auf Nerd-Taste, das ist Pfeiffer, viel Spaß! Der Polizist Alex Murphy wird brutal ermordet und wacht wieder in einen Körper eines Roboters auf. Da kann es sich nur um den US-amerikanischen Science-Fiction-Film, nämlich namens RoboCop, handeln. Ein Cyborg-Polizeibeamter soll die Vorteile von Mensch und Technik miteinander verbinden. Murphys Gehirn, Gesicht und weitere Teile seines Körpers werden in einen Roboter eingebaut. Ohne bewusste Erinnerung an seine Vergangenheit, ohne Persönlichkeit und mit einem computergestützten Gedächtnis erwacht Murphy als Maschinenmensch zu neuem Leben. Und wer natürlich den Film kennt, der weiß ganz genau Bescheid. RoboCop ist eine Universalwaffe, ist unbesiegbar und wird deswegen gegen die Kriminellen der Stadt eingesetzt. Wer kennt das Zitat natürlich nicht? I'll be back. Das brannte sich ein wie natürlich Yippie-Yay Schweinebacke. Es kann sich nur um einen Film handeln, nämlich um Terminator von James Cameron gedreht. Somit schlüpfte Arnold Schwarzenegger in die Rolle des T-800. Menschenähnliche Substanzen auf ein Endoskelett, deswegen ein Cyborg. Aber gut, okay, da so ein bisschen anders. Eigentlich, man kann das immer so vermischen. Was ist überhaupt ein Cyborg? Einerseits das und einerseits natürlich, wenn da was gehirnmäßig eingepflanzt ist, eure Seele, keine Ahnung. Deswegen ist das nämlich auch Platz 4 hier. Und wer natürlich diese Teile gesehen hat, der muss sie sehen. Die müsst ihr gucken. Terminator ist Kult und Pflicht. So, Punkt 3 ist ein Film, den ich noch nicht selber gesehen habe, den ich aber noch sehen möchte. Und es dreht sich natürlich um die Zukunftsversion von Alita Battle Angel, der ja schon seit kurzem angelaufen ist. Und warum dreht sich das überhaupt in diesem Film? Ja, die Zukunft von Alita Battle Angel spielt nach einem einschneidenden Ereignis für die Menschheit. The Fall, einem furchtbaren Krieg, der Großteile der Welt zerstört hat. Überlebende aus aller Welt zog es danach nach Iron City, dem Handlungsort von Alita, der ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen ist und vom Zusammenleben von Menschen und Maschine geprägt ist. Nach der erfolgreichen Manga-Vorlage, aber da nicht Alita Battle Angel, sondern Battle Angel Alita, erscheint nun 2019 der Realfilm. Ja, warum nehme ich den Punkt überhaupt mit rein? Es geht eigentlich da kurz nur darum, dass der mitfühlende Arzt Aldo, gespielt von Christoph Waltz, ja, eine Cyborg-Hülle findet und darin verbirgt sich eine junge Frau mit Herz und Seele, mit einer außergewöhnlichen Vergangenheit. Deshalb ist Alita Battle Angel in diesem Special hier auf Nerdist dabei. Auch der Science-Fiction-Klassiker Alien verbirgt einen Cyborg, nämlich namens Bishop, den ihr Alan Ripley auch nicht vertraut, wie den Ash, den Androiden aus dem Teil 1. Und der wird porträtiert von Lance Henriksen, auch ganz bekannter Schauspieler. Ja, und das eigentlich nur kurz und knackig zu Alien. Ghost in the Shell ist bestimmt einigen Anime-Kennern bekannt. Wenn nicht, dann guckt euch den an. Natürlich bekommt dieser schon mittlerweile internationale Popularität, weil es gibt natürlich einige Manga-Vorlagen, viele Filme und natürlich einen Realfilm mit Scarlett Johansson. Das ist natürlich, wo man sagen muss, ja, das war ihr eine Hommage. Die Animes, die Science-Fiction-Animes, die waren richtig gut. Und da habe ich mir das natürlich gewünscht, dass sie jetzt einen Realfilm auch portieren, aber es gab es leider nicht. Warum dreht sich das überhaupt in Ghost in the Shell? Im Jahre 2029 sind viele Menschen Cyborgs, die ihren Körper ganz oder teilweise durch künstliche Implantate ersetzt haben. Sogar das Gehirn lässt sich bis auf einige wenige Zellen durch ein sogenanntes Cyberbrain ersetzen. Verpackt in einer Biokapsel der sogenannten Shell stecken in jedem Cyborg menschliche Gehirnzellen mit seinem Geist, Ghost, deren Identität und seiner Persönlichkeit. Darum dreht sich das. Eigentlich ziemlich cool gemacht. Wenn man das mal so genommen hätte und richtig importiert hätte in den Film, in den Realfilm. Ich wünsche mir im zweiten Teil, dass sie das vielleicht besser machen können. Dann wäre Ghost in the Shell ein Kracher gewesen. So war es eher solide. Aber schaut euch mal wirklich die Animes an. Die sind wirklich sehr gut. So, sind wir jetzt am Ende dieser Folge 5 Up. 5 Filme mit Cyborgs, die ihr kennen solltet. Ja, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, das so ein bisschen vorzubereiten. Ich würde sagen, lasst ein Abo hier, lasst ein Like hier. Und ich würde sagen, Leute, bis dann. Ciao und bam.